Recht oft bin ich danach gefragt worden, dass ich doch mal irgendwie ein paar Videos zum Thema Alarmanlage machen soll. Und ich habe mir jetzt schon länger Gedanken darüber gemacht, was ich da so zeigen könnte. Und ja, eigentlich so die ganzen Details gibt es erstmal nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, also ich habe mir wirklich jetzt länger Gedanken darüber gemacht, was kann ich denn überhaupt zeigen, damit ich auch einen Einsteiger gut in das Thema sich reinfindet und auch die ganzen Möglichkeiten irgendwie ja erfassen kann, was man alles mit einer Alarmanlage machen kann, aber auch was man beachten muss, denn beide Themen sind sehr wichtig. Und darum gibt es jetzt eine längere Videoreihe zu dem Thema Alarmanlage. Wir starten jetzt in diesem Teil erstmal damit, dass ich so ein bisschen Theorie durchgehe, auch das gehört dazu, und dass wir uns schon mal die Systemvariablen erstellen, die wir halt zunächst einmal benötigen für die Alarmanlage. Ich sage extra zunächst einmal, denn diese Alarmanlage, die wir uns jetzt aufbauen werden, die wird nach und nach in jedem Video dieser Reihe immer wieder erweitert. Das heißt, wir starten jetzt erstmal nur mit den Systemvariablen. Also jetzt wird auch noch nichts passieren. Also die Alarmanlage wird nicht scharf geschaltet oder eine Funktion hat es im Endeffekt nach diesem Video auch noch nicht. Aber wie gesagt, wir erweitern das ganze System nach und nach, sodass du halt nachher, wenn das komplett hier durchgelaufen ist, mit den einzelnen Kapiteln und den einzelnen Videos, du eine sehr, sehr gute Alarmanlage hast. Ja, es ist nicht nur eine normale Homematic-Alarmanlage, die mal einen Piep macht, sondern du kannst halt alles automatisch starten, du kannst einen Hüllschutz aktivieren und nur innen oder ähnliches. Also ganz viele verschiedene Modi wirst du haben. Kannst das Ganze mit Midiola steuern, mit deinem Handy und läuft auch automatisch mit GPS und so. Also ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, habe auch ein Skript hier und so weiter. Also es wird eine ganz tolle Alarmanlage, das verspreche ich dir. Wir starten jetzt erstmal mit der Theorie und dabei wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß. Wir starten jetzt erstmal mit ein wenig Theorie, denn auch das muss irgendwie auch sein. Also, wir starten nun erstmal mit den Grundlagen, was wir überhaupt alles mit unserer Alarmanlage erreichen wollen, was wir einstellen möchten und wie wir das Ganze auch konfigurieren wollen. Das heißt, es wird ja eine Serie sein mit verschiedenen mehreren Videos und hier möchte ich ihm kurz darstellen, was wir im Endeffekt auch erreichen wollen und darum jetzt auch zu Beginn ein wenig Theorie. Also, wir starten jetzt erstmal damit, was überhaupt die Alarmanlage leisten soll, beziehungsweise was alles soweit gibt. Eine Möglichkeit, die Alarmanlage zu konfigurieren, ist halt, dass wir diese intern scharf stellen. Intern scharf bedeutet, dass Bewohner einfach im Haus sind und ja, wenn jemand von draußen halt kommt, auch dort und dann an der Stelle ein Alarm halt es geben wird. Zum Beispiel, wenn du noch im Haus bist, schläfst und ja, es ist irgendjemand und versucht halt trotzdem bei dir einzubrechen. Auch das ist ja natürlich möglich, will keiner, aber möglich ist es. Und intern scharf bedeutet dann, dass Personen intern anwesend sind. Ja, und entsprechend sind die Hausbewohner oder die Eigentümer intern im Haus und darum intern scharf. Das ist so vielleicht die Eselsbrücke, die man sich da merken kann. Und was wir halt haben, wenn es intern scharf geschaltet ist, ist einfach, dass halt draußen die Bewegungsmelder aktiv geschaltet sind und ebenfalls natürlich Fenster- und Türsensoren sind aktiv geschaltet. Das heißt, falls jemand versucht reinzukommen, haben wir so irgendwo mal ein bisschen Schutz, das Ganze dann ja abzuschrecken oder wie auch immer. Dann gibt es natürlich, wenn es intern scharf gibt, auch extern scharf. Und in dem Fall ist es so, dass nicht nur die externen Melder, wie zum Beispiel Bewegungsmelder oder Tür- und Fensterkontakte, aktiv sind, sondern auch interne. Das heißt, wenn du bei dir intern auch noch einen Bewegungsmelder im Raum hast, dann wird dieser ebenfalls aktiv geschaltet, sodass man nochmal einen zusätzlichen Schutz hat. Das bedeutet halt extern scharf bei den Alarmzonen. Aber wie können wir überhaupt unsere Alarmanlage aktivieren? Zum einen ganz natürlich übers Smartphone. Das heißt, übers Smartphone kannst du deine Alarmanlage aktivieren, indem du als Beispiel das Ganze manuell setzt, um halt die Alarmanlage aktiv zu schalten oder aber auch über GPS. Aber auch zu diesen Themen möchte ich hier Videos erstellen, damit du halt genau weißt, wie du was einstellst. Das wird halt sehr umfassend irgendwie das Ganze. Darum, über Smartphone kannst du auf jeden Fall deine Alarmanlage aktivieren. Eine weitere Möglichkeit ist, die Alarmanlage übers Tablet zu aktivieren. Hast du zum Beispiel bei dir im Flur ein Tablet hängen, dann hast du natürlich auch dort die Möglichkeit, die Alarmanlage aktivieren zu können und das zum Beispiel auch noch mittels Codeingabe zu sperren. Aber natürlich auch per Schalter.
Als Beispiel, wenn du eine Fernbedienung an deinem Schlüsselbund hast, die hier auch nochmal dargestellt ist hier, dann kannst du das damit aktivieren oder aber auch beim Ausgang zum Beispiel, wenn du dort einen Schalter hast, dann kannst du auch dort diese Alarmanlage mit aktivieren. Um kurz nochmal aufs Smartphone einzugehen, was wir für Möglichkeiten hier haben, ist, wir können das zum einen manuell aktivieren. Wenn du irgendwie schon unterwegs bist, sagst du dann, okay, ich möchte jetzt die Alarmanlage aktivieren und scharf schalten. Das kannst du natürlich machen, wenn du halt wie gesagt schon unterwegs bist. Alternativ gibt es aber auch nochmal eine automatische Aktivierung, die wir auch mit einfließen wollen, hier in dieser Videoreihe. Das heißt, wir wollen halt auch, wenn du nicht zu Hause bist, dass die Alarmanlage automatisch scharf geschaltet wird und du auch noch einen Hinweis bekommst auf dem Handy, dass jetzt die Alarmanlage scharf geschaltet wurde. Und auch das stellen wir ein. Und ja, da gibt es nochmal natürlich auch verschiedene Modi, die du halt im Vorfeld auch setzen kannst. Das heißt, du kannst zum einen sagen, ich möchte die Alarmanlage automatisch aktivieren. So ist es automatisch und läuft halt so von selbst durch, sage ich mal. Aber es gibt auch nochmal einen Modus, wo man sagt, dass die automatische Aktivierung deaktiviert ist. Und dann kannst du halt das Ganze manuell steuern. Das heißt, manuell kannst du die Alarmanlage aktivieren und deaktivieren. All dies werden wir in verschiedenen Programmen aufbauen, Schritt für Schritt, sodass du das bei dir zu Hause auch nachstellen kannst. Dann haben wir die Aktivierung der Alarmanlage natürlich auch nochmal mit dem Tablet. Auch das wollen wir gerne PIN steuern, beziehungsweise mit einer PIN-Eingabe erst aktivieren. Ich gehe hier mal auf das Beispiel mit der Mediola-Software ein und dort können wir das relativ einfach machen. Ich zeige dir später im Video nochmal, wie das funktioniert bei Mediola. Aber ebenso können wir halt mit dem Tablet auch nochmal uns den Status der Alarmanlage abrufen und darstellen lassen. Wir können einfach mal schauen, okay, ist halt die Alarmanlage zum Beispiel im Automodus, ja, oder ist die halt deaktiviert oder auch aktiviert. Ja, aber wenn die aktiviert ist, sollte ja eigentlich auch die Alarmanlage schon losgegangen sein, wenn du das am Tablet sehen kannst. Nichtsdestotrotz werden wir auch dieses hier nochmal einstellen können und uns anschauen, wie man das konfigurieren kann. Eine dritte Möglichkeit ist ja, die Alarmanlage auch mit dem Schalter zu aktivieren. Hier gibt es auch wieder die manuelle Aktivierung. Ja, eine automatische gibt es logischerweise nicht, denn der Schalter, ja, der hat ja keine GPS-Empfänger drin, sodass irgendwie das Ganze übertragen werden kann zur Alarmanlage. Zusatz auch nochmal, jetzt zum Beispiel hier bei diesem Schalter möglich. Wir können uns hier nochmal anzeigen lassen, ist denn überhaupt die Alarmanlage jetzt aktiv geschaltet oder nicht. Das ist mit diesem Schalter hervorragend möglich, weil einfach er hier diese beleuchtbaren Wippen hat, womit wir uns auch einen Status anzeigen lassen können. Aber was für Melder gibt es überhaupt alles im Alarmfall? Wir haben hier zum Beispiel für den Außen- und Innenbereich eine Sirene, die halt dann entsprechend ja, einen Warnton abgibt, beziehungsweise die auch für den Außenbereich, die jetzt leider im Moment noch nicht auf dem Markt ist, aber auch dort wird es nochmal eine Beleuchtung geben, die halt dann entsprechend blinkt. Dann gibt es natürlich auch das Smartphone, wo es eine Push-Benachrichtigung geben kann. Auch das wird halt hier in diesem Kurs nochmal behandelt, wie man das Ganze dort einstellt. Und wir haben ebenfalls auch nochmal ein Licht. Das heißt, mittels des Lichtes können wir dann sagen, okay, jetzt ist Alarm halt ausgelöst worden, weil zum Beispiel überall im Haus und außen drum ums Haus das Licht angeht. Einfach natürlich auch, um halt dort jemanden abzuschrecken. Aber was für Komponenten gibt es alles, die wir hier verwenden können? Zum einen für den Außenbereich habe ich hier natürlich den Bewegungsmelder aufgeführt. Ganz klassisch und ganz logisch, um halt einfach Bewegung zu detektieren und dann halt dieses weitergeben zu können an die Alarmanlage. Für den Innenbereich auch dort nochmal verschiedene Bewegungsmelder und Präsenzmelder, die wir dort mit einbinden können. Und das habe ich jetzt einfach mal dazwischen gesetzt, sind halt natürlich Fenstersensoren, sei es jetzt die ganz normalen Sensoren, die verdeckten Sensoren, beziehungsweise auch für den Drehgriff einfach für zum Beispiel eine Gartentür, wo wir das nochmal mit überwachen können. Wenn dir noch weitere Sensoren einfällt oder du irgendwie Fragen hast oder irgendwie sagst, Mensch, das kannst du auch nochmal mit in deine Alarmanlage einbauen, dann nutzt doch einfach die Kommentarfunktion hier von dem Video, dann setze ich das natürlich damit rein. Ich sprach ja schon davon, dass wir verschiedene Meldefunktionen haben für die Alarmanlage, wenn wirklich Alarm losgegangen ist. Auch hier nochmal kurz für den Außenbereich. Dort haben wir die Sirene, die halt leider im Moment noch nicht auf dem Markt ist, aber auch für den Innenbereich gibt es nochmal verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es ja die Sirene, von der ich auch schon sprach, aber wir haben auch zum Beispiel den MP3-Gong, den können wir ebenfalls dafür verwenden, nicht nur für die Alarmanlage im Alarmfall,
auch halt, um Hinweismeldungen auszugeben, im Sinne von, die Alarmanlage ist noch aktiviert, bitte deaktivieren, bevor halt der richtige Alarm zum Beispiel losgeht. Eine weitere Möglichkeit, an die man vielleicht gar nicht so am Anfang denkt, ist, man kann auch einen Zwischenstecker verwenden und dort zum Beispiel dann eine von diesen kleinen Alarmsteckdosen-Schaltern, ich weiß nicht, wie die jetzt genau heißen im Detail, aber halt auch so eine Alarmsirene dort nochmal mit reinstecken. Und wenn halt die Zwischensteckdose dann aktiviert wird, dass dann auch entsprechend dann der Alarm losgehen kann. Aber ein weiteres Thema, was wir auch nochmal hier in dieser Videoreihe besprechen werden, ist halt die Videoüberwachung. Ich gehe hier nochmal ganz klar ein auf das Thema Synology mit Videokameras. Das heißt, dort kannst du auch alles nochmal mit überwachen, auch von unterwegs, und wie du dort Einstellungen vornehmen kannst, wird hier auch in diesem Kurs nochmal mit besprochen. Zuletzt starten wir jetzt einfach mal auch in der Homematik, denn wir wollen hier verschiedene Modi einfach mal schon mal deklarieren. Wir erstellen uns gleich nochmal eine Systemvariable mit vier verschiedenen Zuständen. Einmal, dass die Alarmanlage ausgeschaltet ist, das heißt, ja, es sind keine Melder aktiv, es wird nichts weitergegeben, die Alarmanlage ist halt aus. Dann gibt es nochmal intern scharf, das heißt, es sind Bewohner im Haus und entsprechend sind nur externe Melder sowie halt Tür- und Fensterkontakte aktiviert, und ja, wenn da irgendwas passiert, dann würde halt die Alarmanlage dann auch Alarm schlagen. Dann gibt es den Modus extern scharf manuell, das heißt, Bewohner sind außer Haus und alle Melder sind halt aktiv geschaltet, aber die Alarmanlage ist halt manuell scharf geschaltet und müsste dann auch in dem Fall manuell wieder ausgeschaltet werden. Und wir werden auch nochmal eine Systemvariable erstellen für extern scharf automatisch. In dem Falle ist es so, dass die Alarmanlage automatisch funktioniert und wird halt automatisch ausgeschaltet und extern scharf geschaltet. Intern scharf ist ein Status, der muss immer manuell bewegt oder eingestellt werden. Natürlich kannst du das selber auch per Zeitsteuerung machen, wenn du das möchtest und sagst, von 12 bis 6 ist nie jemand irgendwie an der Tür oder am Fenster. Aber stell dir doch einfach mal vor, es ist Sommer und du hast halt irgendwie Mücken bei dir im Zimmer und machst halt nachts das Fenster auf und dann geht die Alarmanlage los. Das wollen wir nicht. Darum wird es in diesem Kurs nicht irgendwie eingestellt, dass intern scharf auch automatisch passiert, und entsprechend lassen wir das soweit raus. Aber du hast natürlich die Möglichkeit. Und wie du dann die Systemvariablen auch mit einem Schalter von Homematic mit deinem Smartphone oder auch mit Mediola steuern kannst, dazu kommen wir jetzt. Wir beginnen jetzt also erstmal auf der CCU und erstellen uns die Systemvariable, die wir ja gerade eben auch in der Präsentation gesehen haben. Also springen wir hier auf die Einstellung und dann auf den Punkt Systemvariable und gehen hier unten auf Neu, um uns dann die Systemvariable zu erstellen für unsere Alarmanlage. Nennen diese jetzt auch einfach mal Alarmanlage. Beschreibung, Status der Alarmanlage. Und haben hier beim variablen Wert eine Werteliste, die wir dann schalten wollen. Dann starten wir hier erstmal mit aus. Der nächste Wert wäre halt intern scharf. Dann extern scharf. Aber der manuelle Modus und nochmal extern scharf der automatische Modus. Und jetzt haben wir auch schon hier unsere Systemvariable erstellt, sodass wir dann auswählen können, okay, welchen Status soll denn gerade die Alarmanlage haben? Und diesen Status, den können wir jetzt ansprechen mit entsprechenden Homematic-Schaltern bzw. auch mit der App. Da kommen wir jetzt aber zu. In unserem ersten kurzen Programm wollen wir mit diesem Schalter, der sich am Ausgang befindet, bei uns jetzt zum Beispiel im Hauswirtschaftsraum, die Alarmanlage aktiv und schalten und natürlich auch wieder ausschalten, wenn wir zurück sind. Um das zu machen, dort erstelle ich mir erstmal ein kurzes, simples Programm für, was wir natürlich später auch noch weiter ausbauen können, wenn noch andere Abfragen mit reinkommen. Aber wir starten jetzt erstmal mit einem sehr einfachen Programm hier. Ich bin hier auf der CCU bereits unter Programme und Verknüpfungen, hier Programm und Zentralverknüpfung, klicke dort auf Neu und gebe jetzt erstmal einen Namen ein für das Programm. Und ich möchte jetzt alle möglichen Programme für die Alarmanlage hier mit Alarm mal anfangen, dann habe ich das ein bisschen deutlicher und ein bisschen organisierter für mich. Ich starte jetzt erstmal damit, dass ich meine Alarmanlage einschalten möchte, und das mache ich hier bei der Bedingung und sage jetzt hier, wenn ich halt die Taste drücke, also gehe ich hier auf die Geräteauswahl
und habe jetzt hier auch schon meinen Taster für die Alarmanlage. Ich möchte als erstes das Ganze einschalten, darum nehme ich jetzt hier den unteren Taster und sage jetzt hier bei Tastendruck kurz, dann soll halt was passieren. Aber es kann ja auch sein, dass ich da lange drauf drücke, darum nehme ich den hier einfach mit rein und sage auch bei einem langen Tastendruck. Also entweder bei kurzem Tastendruck oder bei einem langen Tastendruck. Dann soll eine Aktivität folgen. Und die Aktivität, die hier folgen soll, ist, dass der Systemzustand für meine Alarmanlage, der soll ja, ja die Alarmanlage dann extern scharf schalten und zwar manuell. Das allerdings nicht sofort, sondern einfach mal um 3 Minuten verzögert, das heißt um 180 Sekunden und dann halt den Zustand extern scharf manuell bekommen. Allerdings möchte ich natürlich auch die Alarmanlage wieder ausschalten können, auch mit diesem Schalter und sage hier dann nochmal sonst wenn. Gehe hier auf die Geräteauswahl und mache eigentlich genau das gleiche nochmal, nur halt für den anderen Taster. Sage das bei kurzem Tastendruck oder aber auch bei einem langen Tastendruck. Möchte dann aber die Alarmanlage ja sofort ausschalten und nicht erst 3 Minuten später. Und gehe jetzt hier bei Alarmanlage und sage hier sofort ausgeschaltet. Um es nochmal ganz kurz zu wiederholen hier, wir haben hier oben die Alarmanlage einschalten bei kurzem oder langem Tastendruck. Nach 3 Minuten wird halt dann entsprechend die Alarmanlage sofort dann eingeschaltet. Oder wenn halt oben oder unten kurz drauf gedrückt wird, um die Alarmanlage auszuschalten, dann wird sofort diese ausgeschaltet. Klicke jetzt nochmal auf OK und dann haben wir unser erstes kurzes Programm auch schon erstellt. Natürlich wollen wir ganz kurz auch nochmal testen, ob das auch funktioniert, das Ganze. Also gehen wir hier mal kurz in Status und Bedienung und dann in die Systemvariablen. Hier sehen wir jetzt gerade, Alarmanlage ist aus und wir sehen hier auch die Uhrzeit. Darum habe ich das hier mit eingeblendet, 17.14 Uhr. Jetzt aktiviere ich kurz die Alarmanlage. So, nach wie vor ist jetzt die Alarmanlage ausgeschaltet und jetzt warten wir einfach mal 3 Minuten, um zu gucken, wie es dann ausschaut. So, und wie wir jetzt sehen können, nach 3 Minuten ist halt der Status anders und zwar jetzt extern scharf, genau das, was wir eigentlich auch vorhatten und wollten. Ich möchte natürlich alles auch im Mediola-System steuern. Das heißt, ich möchte hier gerne das Alarmsystem ein- und auch ausschalten können. Und um das zu machen, installiere ich mir einfach 2 Buttons, mit denen ich halt das ein- und ausschalten kann. Und das mache ich einfach, indem ich mir hier einen Button erstmal so reinziehe. So, setzen wir den hier einfach mal drunter mit einem kleinen bisschen Abstand. Und das soll jetzt mein Button sein, einfach um das Alarmsystem ausschalten zu können. Und um dies nun machen zu können, ja, gehe ich hier erstmal in die Aktion, Aktion zuweisen und kann dann nämlich hier beim Befehl ausführen mein Gateway auswählen, weil ich halt kein Gerät direkt steuern möchte, sondern eine Systemvariable. Klicke dann hier auf das Gateway und das Ziel. Und das Ziel ist eine Systemvariable, die ich steuern möchte. Und zwar möchte ich die Systemvariable Alarmanlage steuern und der Wert, auf den das gesetzt werden muss, ist 0. Ja, wie kriegen wir diesen Wert jetzt raus? Das möchte ich dir ebenfalls nochmal ganz kurz nebenbei zeigen. Und zwar kann man so einen Wert relativ einfach rauskriegen. Man muss dafür einfach nur ein Textfeld reinziehen und weist dem Textfeld jetzt einen Status zu. In diesem Fall ja hier Alarmanlage. Übernehme das Ganze hier und öffne mir dann ganz einfach nochmal hier die Oberfläche von Mediola selbst. So, und wenn ich mir die hier geöffnet habe, ist jetzt hier im Moment der Status noch 0. Wenn ich jetzt hier kurz den Wert nochmal ändere, das mache ich jetzt hier kurz nochmal im Pocket Control und setze den jetzt zum Beispiel hier auf intern scharf, dann sieht man auch schon hier in der Mediola-Software, dass jetzt eine 1 ist. Das heißt, die 1 ist halt das, wie jetzt der Status ist. Leider werden halt nicht die direkten Namen übertragen von den Stati, wenn ich das mit Werten arbeite, aber so funktioniert es und so kann ich das relativ schnell auch rauskriegen. Extern scharf zum Beispiel, wende ich das nochmal an, hat hier halt die 2 und du wirst es sicherlich schon denken, extern scharf automatisch hat hier dann auch die 3. Und so kann ich das Ganze auch hier in Mediola steuern, indem ich dann halt zum Beispiel sage, bei Alarmanlage aus, anwenden und habe jetzt hier die 0, um so halt dann den Status aussetzen zu können. Das heißt, wenn ich hier diesen Button jetzt drücke und ich halt die 0 übergebe an die CCU, dann würde halt auch die Alarmanlage deaktiviert werden.
Okay, das war jetzt also nur mal ein ganz kurzer Ausflug hier. Jetzt möchten wir natürlich hier das Icon nochmal mit anpassen. Und das Icon, das soll jetzt erstmal ganz normal sein. Ich nehme jetzt hier das Icon aus Sicherheit raus und gebe halt hier dementsprechend dieses Icon, das Symbol, dass die Alarmanlage dadurch ausgestellt wird. Hinzu kommt aber nochmal ein anderes Icon, und zwar möchte ich natürlich auch die Alarmanlage einschalten. Das heißt, ich kopiere mir hier dieses Icon einfach über das Plus und weise jetzt dieses Icon auch nochmal einen Status zu. Und das mache ich dann hier wiederum auch mit dem Icon. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, erstmal soll es hier das Symbol oder die Grafik bekommen. Und bei der Aktion kann ich natürlich auch nochmal eine Aktion hinzuweisen. Aktion soll jetzt in diesem Falle sein, dass wir die Alarmanlage extern scharf schalten und zwar manuell. Und das war ja die 2 in unserem Beispiel. Übernehmen das Ganze hier und wenn ich jetzt hier draufklicke in der Übersicht, dann wird halt auch der Status übergeben an die CCU und meine Alarmanlage wird extern scharf geschaltet. Damit ich auch weiß, worum es hier überhaupt geht, setze ich dem auch nochmal einen kurzen Textfeld drüber. So, dass man auch noch weiß, okay, worum geht es denn überhaupt an der Stelle für die Alarmanlage. Einen kleinen Zusatz, den gebe ich jetzt hier nochmal mit rein. Und zwar will ich, wenn ich das Ganze ausschalte, auch nochmal einen PIN gesichert haben. Und das mache ich hier in den Eigenschaften wiederum von dem Button und sage dann hier, setze ein Passwort, setze erstmal hier kurz das Passwort 1234, übernehme mir das hier an der Stelle. Und muss dann zusätzlich, ich simuliere das hier nochmal ganz kurz, auch nochmal, wenn ich halt hier die Alarmanlage ausschalten möchte, erstmal halt hier einen PIN setzen von 1234 und erst dann wird auch die Alarmanlage ausgeschaltet in der CCU. Wenn du mehr wissen möchtest und auch dir so eine tolle Mediola-Überfläche selber gestalten willst, dann schau doch mal unten kurz in die Artikelbeschreibung zum Video, denn dort gibt es nochmal einen Link zum Seminar, wo wir halt gemeinsam diese Oberfläche erstellen. Weiter geht es jetzt aber erstmal mit der Übersicht, wie man das Ganze auch in Pocket Control steuern kann auf dem Smartphone. Die Einstellung im Pocket Control ist eigentlich die einfachste, denn sobald halt alle Geräte synchronisiert sind, das kann man ja hier in den Einstellungen vornehmen, das heißt dort nochmal auf Aktualisieren klicken. Also sobald das aktualisiert ist, kann man hier einfach die Systemvariablen öffnen und hat diese halt hier dann sofort vollständig dargestellt. Um dann halt die Alarmanlage zum Beispiel scharf zu schalten, klicke ich hier oben einfach auf Alarmanlage und kann dann hier sagen intern scharf, extern scharf oder extern scharf auch automatisch. Dieses kann ich hier natürlich auch mit setzen. Ja, setze das jetzt zum Beispiel einfach auf extern scharf und dann hat halt die CCU diesen Status auch übermittelt bekommen. Und das Schöne ist, wenn das Ganze halt auch zum Beispiel über Cloudmatic läuft, dann geht das natürlich auch von extern und auch von unterwegs. Zu dem Zustand mit extern scharf automatisch, so dass wir halt auch die GPS-Funktion zum Beispiel vom Handy nutzen können, das kommt halt in einem späteren Video nochmal. Das war jetzt das erste Video zum Thema Alarmanlage. Wie ja schon gesagt, das war nur das erste Video, denn im nächsten Video, da kümmern wir uns ein bisschen drum um den MP3-Gong. Das heißt, wir nutzen diesen nicht nur als Funktion, dass halt irgendwie was piept, wenn halt ein Alarm erfolgt, sondern wir nutzen ihn auch für Sprachansagen. Auch das ist wichtig bei einer Alarmanlage, dass du halt weißt, okay, jetzt ist die Alarmanlage aktiv, jetzt ist die nicht aktiv und so. Dass du halt so ein bisschen mehr an Infos daraus bekommst. Und genau für diesen Zweck nutzen wir jetzt den MP3-Gong. Aber wie und was für Möglichkeiten du da hast, dazu geht es weiter im nächsten Video. Wie immer, ich freue mich über einen Daumen hoch von dir, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Danke. Ciao.